Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit ein herzliches Willkommen zur nächsten Podcast-Folge hier bei All Aquascaping Answers mit mir, mit Tobias Gavrisch. Und heute mal wieder mit einer regulären Folge, zur regulären Zeit und ohne irgendwelchen Terminstress zwischendurch. Hat endlich mal wieder geklappt, aber die letzten ein bis zwei Wochen waren echt so ein bisschen... Nee, also da ist so viel zusammengekommen, auch privat einiges zusammengekommen, was halt einfach dafür gesorgt hat, dass ich andere Sachen im Kopf hatte und deshalb hat das nicht ganz so gut geklappt. Ich muss aber tatsächlich gucken, dass ich mit meinem Videoschedule wieder reinkomme und dass ich wieder ein paar mehr Videos vorproduziere, weil da bin ich jetzt gerade auch auf Null und will nämlich eigentlich heute auch noch ein weiteres Video aufnehmen. Aber das ist natürlich ein anderes Thema und hat jetzt nichts direkt mit dem Podcast zu tun. Ja, was ist passiert die Woche? Das Meerwasserbecken läuft. Es ist voll. Und es ist besetzt und es läuft und es ist fantastisch geil. Es ist so gut, ja. Also viele von euch haben ja gesagt, auch in dem Video, wo ich das Naios Opus aufgebaut habe, haben dann viele kommentiert und nach dem Motto, ey, man merkt dir deine Begeisterung richtig an für dieses Thema, das ist total schön zu sehen. Und das ist auch so, das ist so gut geworden. Das ist wirklich genau so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das ist ja was ich mit meinen Aquascapes natürlich auch immer versuche, aber also ich meine, ihr werdet das kennen. Es gibt immer irgendwie Sachen, die man dann doch nicht so genau so umsetzen kann, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Aber hierbei alles wie geplant. Und das ist immer ein gutes Gefühl, wenn das überhaupt erstmal so schon mal funktioniert. Und dann auch einfach, wie das Becken im Raum wirkt, wie der Unterschrank geworden ist, wie gut das mit dem Kabelverlegen funktioniert hat, wie die Technik aufeinander abgestimmt ist. Das ist alles so sauber und perfekt geworden, genau so wie gewünscht. Es gibt jetzt aktuell nur eine einzige Sache, auf die ich noch warte, und das ist das Algenrefugium. Da ist einfach ein blöder Fehler passiert, weil das halt an eine falsche Adresse geliefert wurde. Weil da irgendwie zwei Stellen nicht miteinander geredet haben und die einen hatten halt die eine Adresse, die andere hatten dann die andere nicht korrekte Adresse. Jetzt ist dann die falsche Adresse gekommen und jetzt ist es irgendwie unklar, ob das da noch liegt oder ob das schon wieder zurückgeschickt worden ist und ein bisschen hin und her. Das ist jetzt ein bisschen nervig, aber das werden wir hinkriegen. Und dann kommt das nämlich auch noch damit rein und dann ist halt auch der Unterschrank komplett fertig und dann sieht es halt einfach nur noch geil aus. Also auch diese Idee mit den UV-aktiven Schläuchen für die Dosieranlage und der UV-Beleuchtung, die ich im Schrank drin habe, das ist richtig cool geworden. Das wird halt mit dem Algenrefugium, was ja diese Voodoo-Kanten hat, die sind ja auch UV-aktiv, das wird nochmal geiler aussehen. Und dann kommen ja noch die Algen da rein, dann kommt halt generell das Algenrefugium, da wird dann fertig gemacht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist so cool, das Becken insgesamt. Das Layout ist auch genauso geworden, wie ich es wollte. Also auch da gab es schon interessantes Feedback, gerade über Instagram, wo halt ganz viele Leute gesagt haben, boah, ja, ist aber richtig wenig Stellfläche und total, also viel zu wenig, brauchst unbedingt mehr Steine. Was ich halt so lustig finde, war so bei meinem allerersten Meerwasserbecken war so, ah, viel zu viele Steine, mach nicht so viele Steine, brauchst viel weniger Steine. Jetzt bei dem so, ah, viel zu wenig Steine, brauchst auf jeden Fall mehr Steine. Also ist ganz interessant, was da immer so an Meinung rauskommt. Aber einfach, um das mal so vorweg zu sagen und halt auch klar zu machen, dieses Layout sieht exakt so aus, wie ich mir das gewünscht habe. Und das ist tatsächlich meiner Meinung nach absolut genug Stellfläche für Korallen, weil halt auch das Ziel für dieses Becken ist, es soll nicht voll werden. Das soll ein minimalistisches, sehr klares, sehr sauberes Design sein, wo man halt komplett rings um das Riff sozusagen Freiraum für die Fische hat, die dann halt einziehen werden und generell Freiraum für die Tiere hat. Das ist halt wie so ein, also auch da ist mir wieder wichtig, halt so ein Designaspekt. Ja, das soll halt wirklich clean und minimalistisch und sauber durchgestylt sein. Und genauso ist es jetzt auch geworden. Also genauso ist es geworden. Ich habe jetzt den kompletten Besatz aus meinem alten Becken drin, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Die Xenia ist natürlich nicht mit rübergekommen, die wollte ich nicht drin haben. Dann ist... Was ist noch mit rübergekommen? Ich glaube, ein oder zwei Discosoma sind nicht mit rübergekommen, weil ich keine Chance hatte, die von dem Stein zu lösen, wo sie mittlerweile draufgewachsen waren. Und den Stein selber konnte ich nicht benutzen, weil der voll war mit Xenia. Und jetzt bei der ganzen Umsetzungsaktion, da habe ich es ja so gemacht, dass ich die Tiere aus dem alten Meerwasserbecken in eine große IKEA-Sammlerbox gepackt habe. Strömungspumpe dran mit dem Wasser aus dem alten Becken. Und da waren sie jetzt, ich glaube, 6 Tage drin. Und das haben alle wunderbar mitgemacht, bis auf eine Favia. Eine Favia ist abgestorben. Ich weiß nicht warum.
Ich könnte mir vorstellen, weil in dieser Kiste waren ja auch die Tiere mit drin, also die Garnelen und die Einsiedler und der Seeigel und die Schnecken, dass da eventuell irgendjemand diesen einen Ableger umgeschmissen hat und der dann auf dem Kopf lag. Lag er jetzt am Ende nicht, als ich ihn rausgeholt habe, aber ansonsten kann ich mir nicht so genau erklären, warum nur dieser eine Ableger komplett abgestorben ist und alle anderen Ableger sind voll in Ordnung. Weiß ich nicht genau. Kann halt passieren, ist halt so. Ist natürlich sehr schade, sollte nicht passieren, aber das ist natürlich auch eine Ausnahmesituation für die Tiere, wenn wir das da so machen. Und von daher, ja, ist okay. Also, wie gesagt, ein Ableger hat es nicht gepackt, alle anderen schon, alle anderen sind rübergewandert und auch von der Aufteilung her, wie ich die Korallen jetzt setzen kann, das wird natürlich in dem Video nochmal viel, viel besser erklärt werden, was dann jetzt auch demnächst kommen wird. Ich weiß noch nicht genau wann. Also anderthalb, zwei Wochen würde ich mal schätzen. Da kann ich dann auch so ein bisschen erklären, wie die Korallen jetzt gesetzt werden und welche weiteren Korallen halt noch reinkommen. Denn der Besatz ist jetzt natürlich gerade für die Größe dieses Beckens, selbst wenn der Hardscape-Aufbau ja sehr minimalistisch ist und nur in der Mitte des Aquariums, sind es natürlich viel zu wenig Korallen jetzt. Also da muss noch viel, viel, viel mehr rein. Und ich habe jetzt heute Morgen eine E-Mail an Corallaxy geschrieben, an die Diane, weil die hatte auch schon gesagt, dass sie gerne wieder mit dabei wären, wenn das Becken halt besetzt wird. Und ich denke mal, da wird jetzt dann bald ein nettes Paket von Corallaxy kommen. Ich werde auch noch mit Fauna Marine sprechen, mit denen ich zuletzt ja auch ein bisschen was gemacht habe. Ich werde auch noch mit Unterwasser Freiburg sprechen, die auch schon gesagt haben, sie hätten da ein paar Ideen, was man da noch Cooles reinsetzen könnte. Und dann sollte das eigentlich relativ zügig, ich denke mal spätestens so im Laufe des Novembers, auch wirklich soweit, ja, final besetzt sein. Das wäre zumindest mein Plan, dass das so innerhalb eines Monats ungefähr funktioniert, weil dann kann nämlich dieser ganze Besatz halt gut diese Einfahrphase abfahren. Also ich habe es ja jetzt auch früher bei meinem ersten Meerwasserbecken und auch bei dem Algenbecken ja jetzt so gemacht, ich mache nicht die klassische Einfahrphase durch, sondern ich besetze sehr schnell. Also ich habe jetzt in diesem Fall den Umzug gemacht, also das Einsetzen der alten Korallen nach 2 Tagen. 2 Tage lief das Becken mit dem frischen Salzwasser und dem neuen Sand und den neuen Steinen erstmal nur für sich. Und danach sind jetzt alle Tiere umgezogen und innerhalb von wenigen Stunden sind die alle aufgegangen. Also alle ohne Ausnahme. Gerade auch die Gorgonien, die gute Indikatorkorallen sind. Gerade auch die Tridacna, die Muschel, die ein gutes Indikatortier ist. Dass es da halt soweit alles passt mit den Wasserwerten. Das ist schon ganz gut geworden. Ja, also ne, Korallen von Corallaxy. Ich will auf jeden Fall noch ein, zwei weitere Gorgonien haben. Ich will, dass da Bewegung reinkommt und zwar Bewegung auch nach oben in den Bereich rein. Das heißt, eine Seite wird wahrscheinlich von Gorgonien dominiert, die dann halt sehr hoch werden, aber halt sich auch schön in der Strömung wiegen können. Und die andere Seite soll SPS dominiert sein. Da habe ich jetzt, ich hatte beim Rausnehmen meine Milka-Koralle, also die Milka-SPS, nochmal ein paar Mal fragmentiert, weil ich nämlich groß in Anführungszeichen, so groß wie er halt bei mir da jetzt gewachsen ist, diesen großen Stock nicht an einem Stück da rausbrechen konnte. Das hat nicht funktioniert. Also habe ich halt 2, 3 Ableger da draus gemacht und habe die jetzt wieder halt zusammengeklebt und an die eine Stelle gesetzt. Da könnte ich mir vorstellen, dass da auch 1, 2 Acroporas zukommen. Hatte ich aber bisher auch noch gar nicht. Vielleicht auch ein paar Montiporas. Müssen wir gucken, wie viel Platz da oben ist. Aber da soll halt sozusagen auf der rechten Seite so ein SPS-Stock dominiertes ja, Layout entstehen und auf der linken Seite wird es halt ein ähnlich hoher Bereich, aber sehr organisch, sehr weich durch die Gorgonien. Und dann in der Mitte wird halt noch, keine Ahnung, alles Mögliche weiter. Also was auf jeden Fall noch mega gut aussehen wird in dem Becken sind halt noch diverse Acanthastreas und diverse Scolymnias. Diverse ist vielleicht ein bisschen fragwürdig, weil gerade Scolymnias, wenn du da ja die geilen Farben haben willst, dann sind ja so mit die teuersten Tiere, die du so kriegen kannst. Für die Mitte kann ich mir auch noch vorstellen, ein paar Euphilias, gerade die langtentakligen, also dass das halt auch ein bisschen tentakeliger wird, so insgesamt. Ja, und dann hast du halt rund um diesen Riffaufbau noch relativ viel Stellfläche auf dem Boden, wo vielleicht noch eine zweite Tridacna hin kann, wo vielleicht noch ein paar Zoanthus hin können, wo, keine Ahnung was. Ne? Also da ist schon genug Platz noch drauf. Zu den Steinen einmal kurz. Ich habe da die Carib Sea Life Rocks benutzt. Das ist Totgestein, kein Lebendgestein. Auch hier gucke ich natürlich wieder auf diesen Nachhaltigkeitsgedanken. Generell, das Becken wird sehr wahrscheinlich, also ich wüsste nicht, was mich jetzt davon abhalten sollte. Ich kann es natürlich nicht zu 100% beschwören, aber ich werde es versuchen. Dieses Becken wird komplett auf Nachzuchten basieren, beziehungsweise auf Nicht-Wildentnahmen. Kein Lebendgestein drin. Alle Korallen, die jetzt drin sind, waren schon in meinem vorherigen Becken. Und alle Korallen, die jetzt von Corallaxy kommen, sind ja sowieso alle Nachzuchten. Die Fische werde ich auch von Corallaxy beziehen. Da ist noch ein bisschen die Frage, wann die wieder haben, die ich gerne haben möchte.
Das erzähle ich euch daher erst dann, wenn es auch soweit ist. Und ja, Fauna Marien hat ja auch einen relativ großen Nachzuchtbereich. Da muss ich halt ein bisschen drauf achten, beziehungsweise mit den Jungs da nochmal absprechen, dass mir da halt Nachzuchten ebenfalls wichtig sind. Und bei Unterwasser Freiburg ist das Gleiche. Und die Algen für das Algenbecken, für das Algenrefugium, die werde ich halt aus meinem Algenbecken rausnehmen, zum größten Teil. Weil das Ding ist auch schon richtig voll geworden. Also da die Algen, die wachsen auch ordentlich flott. Das ist jetzt so eher so die Geschwindigkeit, die ich gewohnt bin von so einem Aquascape. Da kann man schon jetzt die nächsten paar Wochen mal ordentlich rausgärtnern und damit halt diesen kleinen 27 cm Cube, den ich mir da von New Wave habe fertigen lassen, ordentlich besetzen. Also das sollte schon ganz gut funktionieren. Da werde ich mir dann eh noch mal ein bisschen was überlegen, wie ich dieses Algenrefugium genau gestalte, weil das soll schon cool aussehen. Also es soll schon geil aussehen. Ich will, dass du den Unterschrank aufmachst und einerseits davon begeistert bist, wie sauber das alles ist, wie sauber verlegt das alles ist. Dann davon begeistert bist, was für geile Lichteffekte es da drin gibt durch das UV-Licht. Und dann davon begeistert bist, was für ein geiles, schön gestaltetes Mini-Aquarium noch in diesem Technikbecken drin läuft. Das ist so ein bisschen der Plan. Ja, jetzt gerade ist das Wasser noch ein bisschen trübe. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis sich das ein bisschen aufklart. Aber ich denke, weiß nicht, ich würde dem jetzt noch irgendwie 3-4 Tage geben und dann wüsste ich eigentlich nicht, warum das nicht gut aussehen sollte, warum das nicht alles passen sollte. Das ist also der Stand dazu. Und das zweite Thema, was wir heute haben angehen wollen, ist mal wieder das Thema Fotografie. Denn da gab es konkret eine Frage, und zwar eine Frage von Jona. Und Jona hat gefragt, kannst du ein gutes Smartphone-Objektiv für das Fotografieren von Aquascapes empfehlen oder schwörst du auf richtige Kameras? Und das ist eine ganz interessante Frage, weil, soweit ich weiß, gibt es ja so Aufsatzobjektive von Aka. Die haben ja ursprünglich diese Objektive gemacht, die halt speziell für den Meerwasserbereich gedacht waren. Also wo sie halt ja diese drei Aufsatzobjektive, diese Farbfilter sozusagen für den Meerwasserbereich gemacht haben, die ich wirklich gut finde. Das sind, also für mich persönlich sind das die wenigsten Filter, jetzt kann ich diesen Satz nicht richtig formulieren. Diese Filter gehören zu den wenigen Filtern, die sehr, sehr gut auf das Farbspektrum im Meerwasserbereich abgestimmt sind. So, weil die funktionieren echt gut. Also die filtern genau diese Bereiche raus, wenn du so in diese Blauphase gehst und vielleicht so ein bisschen UV dazu setzt, dass man da halt wieder auf einen normalen Farbbereich kommt, aber trotzdem dieses Leuchten beibehalten kann. Das ist ja der Sinn von diesen Farbfiltern für den Meerwasserbereich. Dass es halt nicht mehr so krass blau einfach aussieht, aber trotzdem diese leuchtenden Farben, die das blaue Licht erzeugt, auf dem Foto erhalten bleiben. So, jetzt ist so ein bisschen die Frage, du schreibst ja extra für das Fotografieren von Aquascapes. Und da stelle ich mir jetzt zuerst die Frage, ein Aufsatzobjektiv für ein Smartphone soll ja einen bestimmten Zweck erfüllen. Es soll ja irgendetwas tun. Es gibt ja beispielsweise Makroobjektive, die halt Objekte näher ranholen können. Oder beziehungsweise, dass du mit dem Smartphone näher rangehen kannst und es immer noch scharf abgebildet wird, um halt Sachen vergrößert darzustellen. Es gibt Weitwinkelaufsätze, um halt mehr aufs Bild zu kriegen, beziehungsweise den Vordergrund zu betonen im Vergleich zu dem Hintergrund. Oder natürlich jetzt, was ich gerade gesagt habe, für den Meerwasserbereich gibt es halt auch Farbfilter, die halt gerade diese krassen Farbverschiebungen durch das Blaulicht ausgleichen können. So, jetzt frage ich mich zuerst, was hast du dir dabei gedacht, als du die Frage gestellt hast, welche Aufsatzobjektive brauche ich für mein Smartphone für Aquascapes? Weil der Punkt mit der Farbverschiebung tritt da ja nicht auf. Wir haben ja in der Regel dort Tageslichtlampen. Also zumindest Lampen, die halt irgendwo in einem Kelvin-Spektrum agieren, was wir halt auch als Tageslicht empfinden. 5600 Kelvin, 6500, lass es auch 7500 bis 8000 Kelvin sein, wurscht. Aber das ist nichts, was für uns eine starke Farbverschiebung darstellen würde, wo man halt ein Foto extra filtern müsste, damit es wieder normal aussieht. Deshalb ist das eigentlich ein Anwendungsfall, der für ein Aquascape nicht nötig ist. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Aufsatzfilter fürs Aquascape von Aka, ja gesagt, es gab zuerst dieses, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, diese Aufsatzfilter für den Meerwasserbereich, die ich super finde. Und dann haben sie nämlich das gleiche auch nochmal für den Süßwasserbereich rausgebracht. Und da muss ich mich halt ernsthaft fragen, wofür? Weil ich aus meiner persönlichen Perspektive und halt vor allem auch aus meiner Erfahrung als Fotograf würde euch sagen, Farbfilter für ein Süßwasser-Aquarium sind nutzlos. Die bringen dir nichts. Weil das, was dieser Farbfilter kann, kann deine Kamera auch von sich aus als Einstellung.
Und zwar auch ein Handy. Ne? Da kommt es dann so ein bisschen auf die App an, die ihr benutzt. Aber für alle Smartphones gibt es halt auch so Fotografie-Apps, die euch halt manuelle Einstellungen beispielsweise des Weißabgleichs erlauben. Und gerade Weißabgleich ist halt das, was du einstellen möchtest, um halt Farbverschiebung auszugleichen. Das geht halt im Meerwasserbereich nicht, weil diese Farbverschiebung zu groß ist. Das ist halt der Unterschied. Da braucht man dann Farbfilter, weil diese Farbverschiebung mit diesem krassen Blauton ist so riesig, dass die Kamera das intern durch den normalen Weißabgleich nicht mehr ausgleichen kann. Deshalb benutzen wir da Farbfilter, die halt bestimmte Farbbereiche blockieren, dass sie gar nicht erst auf den Sensor kommen, um halt dieses Spektrum nicht so breit werden zu lassen. Und dann kann es halt der interne Weißabgleich wieder regeln. Aber das haben wir ja im Süßwasser nicht. Wie gesagt, wir haben da Farbspektrums- bzw. Farbtemperaturbereiche, die halt auch dem normalen Tageslicht entsprechen. Das heißt, ein Farbfilter dafür ist per se unnötig. Ja, nutzlos ist mal ein schwieriges Wort, weil das auch so eine Wertung enthält, das verstehe ich auch. Aber ich halte Farbfilter für den Süßwasserbereich für unnötig. So, dann können wir aber von da aus jetzt weitergehen, dahin zu der Frage, also einerseits, was kann ich da empfehlen? Eigentlich, also wenn es jetzt um Farbfilter geht, nichts. So, Punkt, ja. Es gibt ja durchaus Vorsatzobjektive, die andere Zwecke erfüllen. Habe ich ja gerade schon angesprochen, Makroobjektive oder Weitwinkelobjektive oder so. Das kann schon Spaß machen, ja. Und gerade so Makro-Vorsatzlinsen sind nicht verkehrt. Gerade wenn du Garnelen fotografieren willst, gerade wenn du Details von Pflanzen fotografieren willst, das ist schon okay. Die haben in der Regel nicht die krasseste Abbildungsleistung. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass du das, gerade wenn du die Fotos beispielsweise auf Instagram oder auf Facebook postest oder irgendwie auf dem Handy nur liegen hast oder per WhatsApp verschickst an deine Freunde, ich bin mir sicher, das wird nahezu niemand bemerken, dass das vielleicht nur eine günstige Vorsatzlinse für Smartphone war. Also um da Qualitätsunterschiede zu sehen, musst du die schon sehen wollen und musst du dich schon darauf konzentrieren, um was es dort geht und musst du schon wissen, welche Abbildungsleistung so ein Objektiv wohl haben kann und welche Abbildungsfehler ein Objektiv auch haben kann. Das würde ich nicht zu kritisch sehen. Das heißt, gerade wenn es dir da um diesen Makrobereich geht, so Makrovorsatzlinsen, das kann man schon ausprobieren. Bedenk dabei nur, dass ganz häufig der Autofokus nicht funktioniert, wenn du so eine Makrolinse benutzt, weil du musst dir das wie so eine Lupe vorstellen und wie eine Lupe ja auch. Also du hältst so eine Lupe ja unterschiedlich weit von deinem Auge weg und unterschiedlich weit von dem Objekt weg, was du vergrößern willst, weil halt eine Lupe nur in einem bestimmten Bereich bei einer bestimmten Entfernung scharf abbildet. Und so ist das mit einer Makrolinse auch. Du kannst also nicht das Ding da draufschnallen und da beliebig irgendwie Fotos machen, das wird nicht funktionieren, weil dann sind die alle unscharf und das Handy kann dadurch nicht fokussieren, sondern du musst halt den Abstand mit dem Handy variieren zu dem Objekt, was du fotografieren willst, so lange, bis es dann halt scharf ist. Das ist der einzige Nachteil dabei. Und das ist natürlich etwas, was du mit einer großen Kamera, mit einem expliziten Makroobjektiv mit Autofokus natürlich nicht hättest. Ja, da kannst du halt beliebig machen, was du möchtest. Und deshalb kommen wir da dann auch auf diesen Punkt zurück, den du auch gefragt hast, ob ich lieber große Kameras bevorzuge. Ja, für die Fotos, die ich mache, beispielsweise alle Fotos, die du auf meinem Instagram-Account siehst, sind immer mit großen DSLM-Kameras gemacht. Also ich fotografiere eigentlich immer mit meiner Panasonic G9 und habe da ja auch diverse Objektive für, die halt explizit für ganz spezielle Fotoanwendungen angeschafft wurden. Ich benutze dann beispielsweise als Makroobjektiv immer mein Leica 45mm 2.8 Makro. Das ist mein Go-To-Makro. Oder halt einen 15mm 1.7, einen 17mm 1.4 als Festbrennweite für die Videos, die ich filme. Oder beispielsweise auch das, was mich hier gerade filmt. Das ist ein 16mm 1.4 Festbrennweite. Das ist halt nur für diese Kamera gedacht, die mich hier filmt und auch nur aus dieser Perspektive. Und genau für diesen Anwendungsfall wurde es angeschafft. Also so ein Objektiv ist halt auch etwas, was halt immer einen bestimmten Anwendungsfall abdeckt und den dann aber halt möglichst gut abdeckt. Das ist auch so ein Punkt, weshalb es sehr, sehr schwierig ist, einem Einsteiger zu empfehlen, was für eine Kamera er kaufen soll. Weil meiner Meinung nach kommt es nicht auf die Kamera an, es kommt auf das Objektiv an. Das Objektiv ist das, was die Abbildungsleistung erzielt. Das Objektiv ist das, was einen bestimmten Bildlook erreicht, weil halt die Brennweite beispielsweise einen direkten Einfluss auf den Bildlook hat. Weil die Offenblende einen direkten Einfluss auf den Bildlook hat. Und gerade bei aktuellen modernen Kameras, vollkommen ernst gemeinter Rat, geh in einen Laden, in einen, keine Ahnung, Saturn, Mediamarkt, whatever, in irgendeinen Laden, wo du so Kameras in die Hand nehmen kannst. Von mir aus auch in ein spezielles Fotofachgeschäft. Calumet kann ich sehr empfehlen. Nimm dir eine Kamera in die Hand, scroll dich da mal ein bisschen durch die Menüs. Wenn du das Gefühl hast, hey, die Bedienung gefällt mir, ich komme an alle Knöpfe gut ran, die Kamera liegt bequem in der Hand, ich habe das Gefühl, dass ich das Menü verstehen kann, ohne die Anleitung zu benutzen, weil beispielsweise diese Menüreiter vernünftig beschrieben sind,
dann kaufst du diese Kamera. Ja, und dann ist ernsthaft völlig wurscht, ob die jetzt ein maximales ISO von 12.800 oder von 25.600 hat oder ob die eine maximale Belichtungszeit von einer 4.000stel oder von einer 8.000stel hat oder ob die eine höchste Serienbildgeschwindigkeit von 7 Bildern pro Sekunde oder von 10 Bildern pro Sekunde hat. Das ist vollkommen wurscht. Also nein, es ist nicht vollkommen wurscht, wenn du genau weißt, dass du einen dieser Punkte wirklich brauchst. Aber wenn du halt gerade einsteigst und noch keine Erfahrung mit Kameras hast und noch nicht genau weißt, was für Funktionen brauche ich denn überhaupt, um das abzubilden, was ich gerne hätte, und vielleicht noch nicht mal weißt, was willst du denn überhaupt gerne abbilden, dann kaufst du bitte, 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 wirklich vollkommen ernst gemeint, einfach irgendeine aktuelle moderne Kamera, die in dein Budget passt. Weil ganz im Ernst, der Kameramarkt entwickelt sich auch immer weiter. Und wenn ich mir überlege, mit was für Kameras ich 2008 fotografiert habe, mit was für Kameras ich 2010 fotografiert habe, alle aktuellen Einsteigerkameras, die du für wirklich wenig Geld kaufen kannst, sind alle mit Abstand deutlich besser als das, was ich damals hatte, was damals Pro-Bodies waren. Ja, und also dieses sich halt immer noch auf bestimmte Werte versteifen, immer noch überlegen, ja, aber vielleicht ist die Kamera im Rauschverhalten doch ein bisschen besser als die andere. Alter, die sind alle besser als die Kameras, die ich vor 5 Jahren in der Hand hatte. Die sind alle 10-mal besser als die Kameras, die ich vor 10 Jahren in der Hand hatte. Macht euch darum keinen Kopf, wirklich. Das ist vollkommen unnötig, denn es gibt andere Faktoren, die halt für die Bildqualität viel entscheidender sind. Beispielsweise das Objektiv und aber noch ich könnte das lange so weiterführen, noch entscheidender, Licht. Licht ist das Kriterium bei der Fotografie. Nicht ohne Grund sitze ich hier gerade vor einem, und es ist ein bisschen schwierig, da jetzt reinzugucken, vor einem 60 cm runde, also vor einer 60 cm Durchmesser Softbox, die ungefähr 50 cm von meinem Gesicht entfernt ist, damit halt ein gleichmäßiges, vergleichsweise weiches Licht auf diese Seite meines Gesichts hier fällt. Und hier auf der Seite könnt ihr nämlich sehen, hier fängt das an, also wenn ihr das Ganze jetzt auf YouTube seht, hier könnt ihr eine Schattenkante entdecken, die jetzt hier so ein bisschen bläuliches Licht abbekommt, nämlich von dem Neon-Ding da hinten. Das heißt, ich habe hier einen dunkleren Bereich mit dem blauen Licht, ich habe hier einen helleren Bereich, der gleichmäßiger ausgeleuchtet ist, damit ihr mich gut sehen könnt. Gleichzeitig sorgt dieses Licht aber nicht dafür, dass der Bereich hinter mir, also da hinten, zu hell wird, sondern ich setze mich jetzt sozusagen optisch durch dieses Licht vom Hintergrund ab, was nochmal einen zusätzlichen Effekt bedeutet, der halt dafür sorgt, dass ich präsenter bin in diesem Bild für euch. Ja? Also mit Licht kannst du so viel steuern bei einem Bild und so viel variieren und so viel Dinge betonen oder eben auch nicht betonen, das ist das entscheidendste Kriterium bei jedem einzelnen Foto. Und so auch bei jedem Foto im Aquarium. Natürlich ist es im Aquarium so ein bisschen eingeschränkt, weil wir haben halt immer das Licht von oben. Aber wenn du damit experimentieren willst, dann machst du halt vielleicht auch mal das Licht von oben aus und holst dir ein Dauerlicht und stellst das mal schräg von die Seite oder nur durch die Seitenscheibe oder wie auch immer. Oder machst das Licht oben an, aber machst zusätzlich noch ein Licht von vorne, um halt Schatten aufzuweichen, die normalerweise natürlich, also stell dir vor, du bist eine Garnele, du stehst auf dem Boden und über dir ist eine fette Lampe. Das heißt, dein Rücken ist hell und dein Bauch ist dunkel. Ja, wenn ich jetzt ein Foto von dir als Garnele machen will und aber möchte, dass man halt auch irgendwie die schöne Zeichnung an deinem Bauch sehen kann, dann brauche ich halt Licht von vorne noch zusätzlich. Beziehungsweise, wenn ich jetzt wieder aus Sicht der Garnele denke, Licht von unten, beziehungsweise von der Seite. Ja, das muss halt irgendwie dahin gebracht werden. Das heißt, dafür brauchst du dann wieder ein separates Licht oder einen Reflektor oder eine Taschenlampe. Taschenlampe tut es auch erstmal für den Anfang. Aber so kann man damit spielen und so kannst du halt ein Foto qualitativ deutlich verbessern und zwar komplett unabhängig von der Kamera. Ja, wenn ich anfange, Licht zu setzen und Licht zu verstehen und mit Licht zu arbeiten, dann ist vollkommen egal, was für eine Kamera am Ende dieses Foto macht. Denn dann mache ich automatisch bessere Bilder, sei es mit einem Smartphone oder sei es mit der fettesten DSLR. Völlig egal, ja. Mit jeder Kamera werden die Bilder besser, wenn ich mich um das Licht kümmere und nicht so sehr um die Kamera. Das wären so die Gedanken, die ich dazu habe und die Gedanken, die ich auch für sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr wertvoll halte, weil ich finde es schwierig, gerade Einsteigern, gerade wenn du neu in dem Thema bist, halt irgendwas zu empfehlen, weil auf was für einer Grundlage soll ich das denn tun? Ja? Es gibt so viele Einflussfaktoren, die eine Kamera für dich persönlich gut oder schlecht machen können. Das ist einfach
Unsinn, da zu sagen, ja, das ist halt die beste Kamera. Ja, ja, für was? Für wen? Auf was bezogen? Eine Kamera kann so viel mehr als nur ein Foto machen. Ne? Das ist also deshalb ein bisschen schwierig. Ich persönlich mag es halt immer noch lieber, dass ich diese Fotos mit einer großen Kamera mache, weil mir das mehr Gestaltungsmöglichkeiten erlaubt. Aber du musst halt auch bedenken, diese Gestaltungsmöglichkeiten musst du halt auch aktiv benutzen. Also nur weil du eine große Kamera in der Hand hast und damit ein Foto machst, wird das nicht automatisch besser als das, was du mit dem Smartphone machst. Tatsächlich meistens sogar gegenteilig. Tatsächlich sieht ein Foto aus einer großen Kamera meistens, wenn du dich nicht mit den Einstellungen wirklich intensiv auseinandergesetzt hast, schlechter aus als das, was aus dem Smartphone rauskommt. Das Foto aus einer großen Kamera wird nämlich in der Regel beispielsweise kontrastärmer sein als das aus einem Smartphone. Es wird eventuell ein bisschen zu hell und ein bisschen zu dunkel sein, verglichen mit dem, was aus dem Smartphone kommt. Das hat gute Gründe, die jetzt relativ weitreichend in die Möglichkeiten der Bildbearbeitung und die Möglichkeiten der Sensordynamik reingehen. Was ich damit sagen will, ist, das Foto aus einer großen Kamera sieht dann gut aus, wenn du A, dich intensiv mit den Fähigkeiten dieser Kamera auseinandergesetzt hast, B, dich intensiv mit der Lichtsetzung deines Motivs auseinandergesetzt hast und C, und das ist wichtig, dich intensiv mit der Bildbearbeitung auseinandergesetzt hast. Denn die meisten Fotos, die aus großen Kameras, aus professionellen Kameras rauskommen, müssen bearbeitet werden, ansonsten sehen sie scheiße aus. Und das ist aber gewollt. Weil dadurch, dass das Foto, wenn es aus der Kamera kommt, so blöde und flau aussieht, hast du in der Bildbearbeitung mehr Optionen. Das lässt dir mehr Optionen frei und du hast damit einen größeren Spielraum in deiner Bearbeitung. Aber der bringt dir halt nur was, wenn du die Bearbeitung auch wirklich machst. Und wenn du halt keinen Bock hast, alle Fotos, die du geschossen hast, nochmal 10, 15 Minuten nachzubearbeiten, pro Bild, dann greif zum Smartphone. Ganz im Ernst. Dann mach das mit dem Smartphone. Weil dann hast du da das Foto, kannst vielleicht noch auf dem Smartphone in irgendeiner App an 2, 3 Reglern schieben, fein. Alles gut. Denn damit hast du im Endeffekt mehr Spaß, als wenn du dich dann mit der Bildbearbeitung auseinandersetzt, die dir vielleicht selber keinen Spaß macht und du dich dann aber dazu gezwungen fühlst. Weil dann wird es schlecht. Das ist immer so. Mach das, was am praktischsten für dich ist. Und das ist dann automatisch auch für dich tatsächlich das Beste. So, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort für dieses Thema. Und damit würde ich sagen, hören wir uns dann auch in der nächsten Woche bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Ende angehört hast. Wenn du diesen Podcast auf YouTube schaust und hörst, dann vergiss bitte nicht, den entsprechenden YouTube-Kanal zu abonnieren und dem Video dort einen Daumen nach oben zu geben. Dort kannst du übrigens auch unter dem Podcast kommentieren und mir so deine Meinung dalassen. Wenn du diesen Podcast über eine Podcast-Plattform oder über einen Podcatcher deiner Wahl gehört hast, dann vergiss dort bitte nicht zu bewerten, falls du es dort kannst. Am wichtigsten sind immer noch die Bewertungen bei Apple Podcasts und bei Google Podcasts. Die helfen enorm dabei, einen Podcast bekannter und wichtiger zu machen. Deshalb, falls du dort bewerten möchtest, wäre ich dir sehr, sehr dankbar für deine Bewertung auf einer dieser Plattformen und wir sehen uns jetzt bei der nächsten Folge wieder.